Wertvoll kochen wird präsentiert vom Fränkel Kochclub. Liebe Zuschauer, zu unserer Weihnachtsausgabe habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen, der Johannes Unser von der Worft 1919 in Gressbronn. Eine der schönsten und geilsten Locations, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Johannes, schön, dass du bei mir als Gast bist. Was kochen wir denn nachher Schönes? Ja, herzlichen Dank, Ralf, zuerst einmal für die Einladung. Sehr gerne. Zu euch ins Studio hier in Friedrichshafen. Ihr werdet nachher ein schöner Rinderschmorbraten vom Obrackrind von der Familie Weyer am Muttelsee kochen. Die werden alle mal frisch geschlachtet und tun dann für uns schöne Stücke auf die Seite. Außerdem machen wir Schmorgemüse im Ofen mit Hokkaido-Kürbis, rote und weiße Zwiebeln und der blaue Annabelle, schöne alte Kartoffelsorte vom Wurzelzwerg in Gressbronn. Die blaue Annabelle. Die blaue Annabelle, auf die bin ich gespannt, lass dich überraschen, wie die entkleidet aussieht. Ja, ja, die und schön. Sie, liebe Zuschauer, seien Sie gespannt, was wir zwei nachher kochen. Und herzlich willkommen zu Wertvoll kochen. So, Johannes, jetzt rocken wir. Ich wollte schon mal mit meinem Worftbub zusammen kochen. Ich finde es so nett, dass ihr euch Worftbub benennt, ihr drei Brüder, wo die Worft 1919 macht. Genau. Wer ist noch auf so eine Idee gekommen? Ja, du, das ist, wir sind ja seit 2,5 Jahren in der Phase drin, uns auf das Projekt vorzubereiten. Also, man muss ja wirklich Projekt sagen, ist ja kein kleines Restaurant. Ja, klar. Und ja, währenddessen kam irgendwann einmal, ja, hat es geheißen, ja, die Buben von der Werft. Okay. Oder die, die die Werft macht. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ja gut, in der heutigen Zeit mit Social Media nennen wir uns halt Hashtag Werftbuben. Cool. Ich bin der Älteste. Dann gibt es der Emanuel, der Mittlere von uns. Ja. Und der Julius, der Jüngste. Mhm. Und ja, wir sind alle drei dort. Jetzt am 3. August haben wir gestartet und sind stark unterwegs. Wir haben viele, viele Besucher. Wir haben viel zu tun. Am Anfang viel, war fast zu viel. Viel Zeit in der Worft verbracht, wie du mir vorher gesagt hast. Genau. Jeden Tag, 7 Tage die Woche. Ja, das ist viele, so. Viele Stunden. Das ist so. Aber ich durfte dich ja letzte Woche besuchen und Respekt. Also das wird richtig. Richtig, das wird noch richtig geiler. Ja, ja, absolut, absolut. Apropos, was hast jetzt du uns da für ein tolles Schmorgericht? Genau, ich habe gedacht, passend jetzt in die Winterzeit haben wir von der Familie Weyer vom Muttelsee das Obrack-Rind mitgebracht. Das ist ein Rinderschmorbraten, den mir, das ist praktisch die Oberschale, die legt mir, oder ein Stück der Oberschale, den legt mir in Rotwein ein für 24 Stunden. Nimmst du einen speziellen Rotwein? Vom See, oder? Dort nehme ich, nein, dort nehme ich jetzt keinen vom See. Okay. Dort zeige ich dir dann nachher, was, ja, wir, da, was, ja, wir da haben. Ja. Und den, der wird eingelegt, ebenfalls mit Gemüse eingelegt, damit man die Aromatik reinkriegt, mit Kräuter, mit Lorbeer, mit Wacholder, was auch schön dazu passt. Und dann werden wir den. Genau, das ist schon unterschiedliche sämige Soße. Und der wird dann ewige Zeiten schön geschmort im Ofen, oder? Richtig, genau. Deswegen hast du uns den eigentlich schon vorbereitet mitgebracht. Genau. Wenn man halt, weil sonst den Zeitrahmen gesprengt hat. Absolut, also aber der sieht schon mal genial wirklich lange im Ofen. Ja. Wir schaffen da ohne jegliche Konservierungs- oder Geschmacksverstärker. Ja. Wir ziehen praktisch aus jedem Gemüse, aus jedem Abschnitt Fonds und mit den Fonds dann wieder die ganze Suppe, Soße auffüllen. Also als Grundbrühe, wenn man als sagt, Grundbrühe, oder? Genau, richtig. Toll. Und dann, wenn du Wild hast, machst du mit Wildknochen, mit Kalb? Wie, ganz genau. Wie sich's halt klassische Küche. Ja, wir ja. verzichten wirklich auf das Pulverzeug. Klassische Küche, halt ein bisschen verrückter. Genau. Cool. Ja, und ja. Machst jetzt uns du den Zwiebelansatz, oder? Genau, du, mir, gesagt, du ziehst nur extra die Soße an? Richtig, genau. Wir würden jetzt praktisch mit, dem, mit der Soße, die passieren wir jetzt ab. Ja. Man hat separat noch einen Ansatz mit rote Zwiebel. Die, und das ganze Gemüse kommt vom Wurzelzwerg in Gressbronn. Auch ums Eck. Auch ums Eck. Junger Kerle wie mir drei, der neben seinem Hauptjob noch Gemüse anbaut. Also wenn du auf das Feld gehst, dann hast du das Gefühl, das sei eigentlich ein Unkrautacker. Geil. Aber da ist drunter richtig gutes Zeug drin. Und ja, der ruft mich an und fragt, was ich brauche und was er hat. Und dann nehmen wir das. Und dann sagst du nicht, ich brauche das, sondern bring einfach. Genau, ich sage ihm, bring. Toll, oder? Und dann macht er seinen Kofferraum auf und dann kaufen wir da raus. Und dementsprechend wird er dann diese Signature-Linie, wie wir es nennen, mit wirklich regionalen Produkten und auch Spezialitäten. Da gibt es vielleicht 5 Portionen, 10 Portionen, 20 Portionen. Und wenn es aus ist, wenn's aus. Aus ist es aus. Cool, so das ist es. Stark. Das
klassisch zu deiner wichtig. Klassischen Standardkarte dazu. Zur klassischen Standardkarte prima. Dazu. Ganz jetzt würde genau. ich sagen, jetzt fangen wir an. Genau. Vielleicht kann ich dir auch noch Zwiebeln schneiden oder perfekt, schälen. Das wäre super, wunderbar. Oder? Dann hole ich mir das Öl. Mach schon mal der Herd an. Ja. Wie möchtest du die Zwiebel haben? In Spalte? Gern in Schüleine, genau. Okay. Mach ich gern. Ja, perfekt. Du warst ja vorher in Liechtenstein. Ja, in Liechtenstein, genau. Auch ein Restaurant gehabt, oder? Dort habe ich auch ein Restaurant gehabt. Ich war jetzt 15 Jahre in Liechtenstein, hatte dann jetzt, genau. Aber sei mal nicht böse, so alt ist schon gar nicht, ne? Ja, danke. Hast schon danke. Jetzt habe ich mich schon langsam wieder erholt von der ersten Phase. So. Wunderbar. Wunderbar. Ja. Da machst du auch immer ganz gern einfach nochmal eine spezielle Soße dazu zum bestehenden schon. Finde ich eine tolle Idee. Genau, einfach wirklich nochmal veredeln. Ja. Und wenn man dort so ein schöner. Jetzt muss ich schon gucken. Hier den Gewitter Balsamico Essig zum Ablöschen, zum Säure, zum Geschmack reinbringen. Zuerst mit ein bisschen Rotwein. Der Rotwein hast du auch noch drüben? Ja, da habe ich ihn ja. Wunderbar. Steht gerade vor mir. Das ist der von Becker. Das ist auch von der Firma vom Fass. Perfekt. Wir haben da so eine geile Linie aufgelegt mit lauter junge Winzer. Mhm. Liefern in das Programm rein, also die jungen Wilden. Okay. Und passt zu uns? Zu dir halt. Ich bin der alte Wilde. Das ist nee, cool. Aber die haben echt tolle Ideen auch und halt auch einfach den jungen Winzer eine Plattform geben, dass sie sich präsentieren können und dass sie so tolle Weine präsentieren. Absolut. Da ist halt, da bist du ja auch ein Fan davon. Du hast ja auch. Absolut. Geht viel zu oft unter. Ja, klar. Kleine Produzenten. Vielfach leidet natürlich das Marketing. Die haben halt auch keine Zeit für das vor lauter Schaffen. Das ist richtig. Darum muss man das auch ein bisschen aktiv angehen. Wenn du eine größere Firma hast, die da sich dafür interessiert, die Jungen zu unterstützen, ist das eigentlich wunderbar. Mega. Klar. Top. Coole Geschichte, ja. Doch. Also die roten Zwiebeln. Genau, wir schwitzen die jetzt an. Bis sie glasig sind. Dann löschen wir das mit einem Schluck Rotwein ab. Brauchen wir nicht zu viel. In der Soße ist schon genug drin. Ich kann ja gerade eh nichts machen, dann trinke ich halt. Ja, ist schon gut. Eine tolle Geschichte. Und dann lassen wir einfach noch ein bisschen die Säure reinkriegen. Da haben wir jetzt den Quittenbalsam. Genau. Das ist eigentlich auch eine Besonderheit. Das gibt es eigentlich auch nicht so oft. Mhm. Das macht die Adrian-Manufaktur. Was ich immer ganz gerne habe, ist der Honig. Der hat auch ein wahnsinns tolles Aroma. Also das sind schon hätte man sich Sachen. Jetzt auch noch vorstellen können. Ja. Honig hätte man auch noch machen können, oder? Und ich denke einfach, das ist einfach regional und das ist einfach, ja, das passt zu uns. Weil Regionalität ist ja für euch in der Dorf eigentlich schon auch. Das ist schon ein wichtiges Thema, ja. Also ich meine, ganzjährig nur mit regionalen Produkten schaffen, für das sind wir einfach zu groß. Also das werden wir nicht alles herbringen. Ja, 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 aber ja. Wir versuchen eben, wie gesagt, über die Signature-Linie das abzubilden. Ja. Dort haben wir dann spezielles Geschirr, spezielle Teller. Heute zum Beispiel machen wir es wirklich so ein Bratenstückle für, ja, das ist gerade recht für uns zwei, wenn wir gescheiten Hunger haben. Ja, genau. Und dann ist auch ein Teil von unserem Konzept. Foodsharing kommt dann, nennt sich bei uns Werftarbeiter, Essen. Ja. Kommt dann in die Töpfe auf den Tisch, auf eine Bankette für Hochzeiten. Auch für Hochzeiten? Ja, oder Geburtstagsfeiern natürlich. Also ich durfte auch mal ein größeres Event machen in der Brauerei im Allgäu. Und dann haben wir auch gesagt, wir machen schön klassisch Rindsroulade. Zehner Tische, 10 Rindsroulade im Topf und jeder darf sich selber schöpfen. Oh, optimal. Einfach, weißt du, optimal. Wie daheim bei der Mama am Tisch. Optimal. Oder? Das also das kommt toll. Mega gut an, ja. Das glaube ich. Aber wenn Chef und Mitarbeiter an dem Tisch sitzen, dann kommt man mal zusammen. Der Mitarbeiter, der sich vielleicht nicht so traut zum Chef, der Chef kann auch mal geben. Ja, klar. Richtig gute Geschichte, ja. Nein, das finde ich eine tolle Sache. Und Fisch ist ja natürlich auch ein Thema bei euch, oder? Fisch, selbstverständlich. Wir haben natürlich jetzt sowieso am Anfang schaffen wir wirklich nur mit Bodenseefisch. Fischer Rau in Gresbronn, der gerade hinter uns ist, okay. Der hat dort die Fällchen vom See und Lachsforelle aus eigener Zucht. Und die interpretieren wir neu als Bixerfisch, nennt sie das bei uns. Das ist mit der. Wie kann es denn anders sein? Das kommt früher vom Fest von daheim, da gab es dann auch mal einen Bixerfisch. Und jetzt haben wir halt moderner, schöne Schale präsentiert, anbraten auf dem Grill. Olivenöl, weißer Balsamico-Essig, Salz, Pfeffer, ein bisschen Zitronenabrieb.
Datteltomätle und Frühlingszwiebeln. Mega geil, geröstete Seele dazu. Cool. Das begeistert mich jetzt. Das ist ja klasse. So, jetzt klaue ich dir schnell den Sieb daheim. Ja, klar. Das machen wir jetzt schön. Wunderbar. Vielen Kann Dank. Kann ich dir was heben? Das wäre super. Dann machen wir das. Schöpfer. Das ist jetzt wirklich mit diesem Vorab. Siehst du die gelbe Rübe, alles vom Wurzelzwerg? Ja, das ist. Der mache ich selber so, der verkauft das ja auch an Private natürlich, logischerweise. Ja, ja. Und zu ihm sage ich dann immer, mir kannst du das geben, was die anderen nicht nehmen. Also die Verwurzelte, das ist. Die verwurzelte Wurzel sind. Oder? Und ja, das, der ist happy natürlich. Und ich meine, das Karottengatter könntest du jetzt auch noch mal schön essen nachher. Ah ja, klar. Gerade nebenbei. Also ich mache das eigentlich auch recht gern. Das was rein kommt in Soße, bleibt in der Soße. Und deswegen tun wir das jetzt nachher schön durch. Guck mal, da kannst du noch mal Soße machen für einen Haufen. Klasse. Genau. Ja, klar. Danke. So, dann klopfen wir das ein bisschen, damit die Soße voll rauskommt. So. Kann man auch nachher noch mal aufkochen. Das müssen wir nachher noch mal aufkochen. Da tun wir ein bisschen von dem Quitte rein. Und dann machen wir nachher unser Gemüse. Genau. So. So, das sieht ja schon mal wunderbar aus. Und wenn wir zwei weiterkochen, das zeigen wir Ihnen nach einer kurzen Pause. So, Johannes, bist du zufrieden mit einer Soße? Ja, also schlecht aussehen tut sie ja schon mal nicht. Na, ja. Bisschen dünn noch, aber das kochen wir noch ein bisschen ein. Ja, das reduziert dann noch zurück, oder? Das ist doch schon cool. Probieren. Ja, ich würde sagen, das ist super. Ne? Tipptopp. Kommt gut. Kochen wir noch ein bisschen ein. Okay. Und dann ich lasse erst probieren, wenn es fertig ist. Ich lasse erst probieren. Ein bisschen Quitte. Ein bisschen Quitte, ja. Ein bisschen Säure fällt noch. Ah, das finde ich. Weißt du, das finde ich so raffiniert. Da gibt es ja die verschiedensten Arten und das finde ich einfach die Spielerei. Oder? Und das ist einfach toll. Total, ja. Und jetzt hast du gesagt, der Braten haben wir schon raus, ja, genau. Den werden wir jetzt tragieren. Scharfes also Messer dazu. Aufschneider in Scheiben. Genau. Scharfes Messer, hey, scharfes das Messer. Ist ja fast wie ein Säbel, was du da hast. Ja, das ist halt wichtig, gell? Wenn das, erstmal brauchen wir lange Klinge und zweitens mal soll sie wirklich scharf sein, weil sonst ja klar, ja. Man sieht schon durch das Einlegen, durch die, sie, man ist sieht schon halt sehr die, mürbe, gell? Die Mürbe. Ja, das ist doch genial, oder? Das ist wirklich durchzogen und auch sowas hier jetzt, die Faser vom Fleisch, die wird mürb, die ist weich, die kannst du also wunderbar essen. Das ist eins meiner Lieblingsfleischstücke, muss ich echt sagen. Ja, absolut. Da lasse ich jedes Steak liegen. Absolut. Und jetzt im Winter und mit der Kombination mit den Kürbis dazu und den Zwiebeln und den Kartoffeln. Ja, perfekt. Was willst du mir? Simpel, einfach. Ja, klar. Ja. So gut zum Vorbereiten, wenn man Gäste hat. Das ist immer das Wichtigste. Das sage ich mir auch immer. Weißt du, was nützt du das, wenn du ewig in der Küche stehst, oder? Und kochst und kochst und kochst und kannst dich ja gar nicht richtig um deine Gäste kümmern. Absolut. Oder? Und so kannst du das alles im Prinzip so vorbereiten. Genau. Dann auf dem Herd ziehen lassen. Wunderbar. Wunderbar. Oder? So, jetzt machen wir das Gemüse. Genau. Wie darf ich das vorbereiten? Nicht, dass ich da einen Bock schieße, weißt du? Du dazu, weil das ist eigentlich bei mir, versuche ich das immer ganz simpel zu machen. Wir haben die Kartoffeln und die Zwiebeln und den Knoblauch und alles ja schon gewaschen. Ja, klar. Dann waren sie vorher auf dem Sieb. Ja. Und jetzt hätte ich es gern, dass man es einfach mit der Schale in grobe Stücke schneidet, damit sie dann beim Schmoren nicht groß auseinanderfallen. Ja. Gewisser Biss auch noch hin. Und ja, nimmst die Kartoffel einfach der Hälfte nach in den Schnitz. So? Und jetzt nochmal? So, und nochmal genau in den Schnitz. Okay. Mit den Zwiebeln das Gleiche, oben den Strunk vielleicht ein bisschen weg. Ja, aber Johannes, diese Kartoffel, schau mal das an. Ja, das ist die blaue Annabelle. Die blaue Annabelle? Die blaue Annabelle. Aus, das ist eine alte Sorte. Die blaue Annabelle aus Crespon. Genau. Cool. Ja, das ist, er hat mir erzählt von der Sorte, dass er das macht. Und jetzt habe ich gesagt, du unbedingt, ja, das nehmen wir. Das ist cool, das ist mega, das passt auch farblich genial. Weißt? Ja, klar, ja, klar, ja, klar. Gell? Also, das habe ich. Und dann nehmen wir jetzt den Topf, oder? Und dann schütten wir es einfach rein, oder? Dann schütten wir das dort rein. Okay. Und Öl, Kräuter, Salz und Pfeffer dran. Und dann wird es in den Ofen geschoben. Kräuter kannst du schon mal Grad Umluft, jawohl, Kräuter mache ich. Und dann machen wir den Kürbis und noch dazu. Und bei der Zwiebel einfach das Strunk vorne weg und auch mit der Schale. Mit der Schale, genau. Geil. Perfekt. Die kann man ja auch immer noch auf dem Teller auf Seite, wenn man es nicht gern hat. Soll ich die dann auch so fotteln? Würde ich auch so, genau. Okay. Das finde ich super. So. Und wenn einer die Schale nicht wirklich essen will, dann kann er sie, wenn sie geschmort ist, sondern sie auf Seite tun. Genau. So. Okay. Und das ist aber schon so dein Kochstyle, oder? Genau. Simpel, easy, gute Produkte. Simple, gut abschmeckt. Easy. Also das habe ich schon mal von einem gehört. Ich weiß ja, den Laurenz kennst du bestimmt auch aus deiner Nachbarschaft. Laurenz, klar, natürlich. Und der hat auch immer gesagt, du Ralf,
easy going, simpel, am Schluss muss schmecken. Das ist oder? So, ja. Ja, und absolut. Und dann, weißt, ich sage mal, tolle Produkte, tolle Grundprodukte. Schau mal jetzt das Farbenspiel. Also ich bräuchte schon gar keinen Kürbis mehr, schau mal. Ja, das ist eben. Es ist so schon mega. Oder? Ja, und viele Leute schätzen da einfach das Einfache, so wie man es eigentlich von daheim kennt, von früher, von der Großmutter, von den Eltern. Heute, ja, viele Restaurants, das ist halt, ja, schon fast Industrie. Ja. Und das gefällt mir dann halt nicht mehr. Und ich finde halt auch, weißt, wie du gesagt hast mit dem Sharing, wenn man den Topf jetzt dann auf den Tisch stellt einfach und ja, jeder schöpft, was er mag. Genau. Der eine mag 3 Schäblefleisch, der andere mag halt bloß 2 oder bloß eine. Genau. Und dann schön aufteilen, also ich finde das super. Halber Kürbis ist übrig, machen wir morgen einen Kürbissuppe draus. Ja, dann hast du wieder was für dein Spezialmenü. So ist es. Also das finde ich schon auch eine tolle Geschichte. Alles, was du an coolen Sachen kriegst oder an tollen Sachen kriegst, das machst du als ein Menü. Genau. Und wenn es aus ist, ist es aus. Wenn es aus ist, ist es aus. Dann sollen Sie bitte nächstes Mal früher kommen, oder? Genau. Das ist so. Kann man das auch reservieren, dein Special? Oder? Also man kann natürlich bei uns im Restaurant reservieren. Wir sind sogar froh um Reservierung, gerade jetzt in Zeiten von Corona. Wir kommen ja fast nicht anders drum. Muss man auch sagen, da wird jeder Gastronom froh sein um die Verbindlichkeit der Gäste. Ja. Und die ganze No-Show-Geschichte ist natürlich auch so ein Thema. Klar. Willst du ein spezielles Öl nehmen? Da würde ich jetzt einfach auch sagen, nehmen wir wieder das... Das Sonnenblumen? Sonnenblumenöl, was du gerade da vorne hast, genau. Bitteschön. Bisschen dran, herzlichen Dank. Das sieht schon genial aus. Sag mal. Mega. Mhm. Du das rührst nachher einmal um und garst es nochmal fertig nach der Hälfte und erledigt. Bisschen Salz und der Pfeffer. Da haben wir Wurz. Jawohl, wunderbar, perfekt. Feines Gewürzsalz. Wunderbar. So. Ja, schön. Mit dem Salz hat man auch nicht sparen, sonst schmeckt es nicht. Aber auch nicht zu viel Salz. Ja, das ist schon. Das muss halt in der Harmonie sein, oder? Genau. Perfekt. Super. Dann könnte man das eigentlich schon immer drin. Perfekt. In den Ofen schieben. Dann würde ich sagen, schieben wir es in den Ofen. Ja, genau. 180 Grad Umluft. 180 Grad? Jawohl. Du musst bloß noch ein bisschen runterstellen. Jawohl. Drehen wir noch zurück. Hightech. Ja, das ist unser Hightech-Gerätli. Das passt selbst zu dem Blau im Ofen. Perfekt. Genau. Gut. Aber Johannes, wo ich bei euch unter war, ich habe gesehen, ihr baut da jetzt noch eine Wahnsinnsbühne rein in das alte Wurfgelände oder in die alte Wurfthalle. Finde ich schon mal faszinierend. Gerade die erste Etage für die Rollstuhlfahrer, dann zweimal aufgebaut. Was habt ihr da für Events geplant? Genau, also das gibt ja, das ist ja, wir nennen es die Bühne für die Region. Okay. Kunst und Kultur ist das Thema. Soll ich die Story erzählen? Ja. Das Geschichtle, wo du gesagt hast, was mir schwebt vor, die Oma hat früher immer das Hafenkonzert angehört, wo im GZH gekommen ist, oder? Immer, Allsonntag. 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 Und das wäre so eine Mega-Geschichte da. Sowas wird doch auch toll. Kann man dort wieder aufziehen, definitiv. Also, dass man verschiedene Kapelle einlädt oder was? Definitiv, von bis, also von verschiedenes Klientel. Also bei uns gehen ja im Restaurant von jung bis alt und Familie geht ja alles ein und aus. Ja, klar. Und wir haben einen super Mix, haben wir sogar schon Kompliment von Gästen selber gekriegt, dass das so gut gemischt sei. Und das wollen wir eigentlich in der Halle 1 wieder. Das ist dann Halle 1? Das ist die Halle 1, genau, nennt sich die. Also es war wirklich die erste Werfthalle, die ca. 80 Jahre alt ist. Okay. Und die ist halt mit modernster Bühne und Soundtechnik ausgestattet, hat ca. knapp 200 Sitzplätze. Es ist ein Überseecontainer drin mit WCs und allem drum und dran. Also wirklich eine tolle Geschichte. Schon mit freier Blick. Mit eure Überseecontainer. Liebe Zuschauer, seine Küche ist in 3 Überseecontainer. Mhm. Er hat gesagt, wo ist denn deine Küche? Dann sagt er, komm mit. Und dann sind wir in so einen Überseecontainer reingelaufen. Und da war die Küche. Grandios. Echtes Architekt. Also ja, wirklich top. Hut ab. Ja, sehr, super sehr Idee. Schön umgesetzt. Super Idee. Oder? Sehr schön umgesetzt. Und vor allem, wenn du im Container drunter stehst in der Küche, du merkst es gar nicht. Da merkst du es nämlich nicht. Nee, wir sind natürlich wirklich sehr gut ausgestattet. Na, toll. Also da hat euch die Gemeinde auch unterstützt. Genau, ein toller Arbeitsplatz, ja, die Gemeinde. Super. Hat da das gefällt mir sehr gut, muss ich echt sagen. Toll, Uferpromenade läuft unter vorbei. Genau, also Uferpromenade geht direkt durch. Also alles man kann wirklich richtig vorbei, gemacht. Direkt alles rein. Gemacht, klar. Direkt und die Regionalität haben wir ja schon gesagt, ihr habt ja regionales Bier, dann habt ihr Mineralwasser, alles auch aus der Region. Genau. Genau. Über das Thema Landzunge haben wir schon gesprochen, das wollen wir im neuen Jahr vertiefen. Genau. Da freue ich mich jetzt schon drauf, oder? Nee, prima, wunderbar. Super. Du, jetzt denke ich, jetzt trinken wir einfach noch mal einen Schluck Wein, oder? Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Idee. Der zieht ja noch ein bisschen den Braten, oder? Jawohl. Unser Gemüse haben wir im Ofen. Salut, der Ralf. Sehr zum Wohle. Schön, dass herzlichen du da Dank. Bist. Herzlichen Dank. Danke dir. Yeah.
Wunderbar. Du, aber mit dem Rind, das ist die spezielle Rasse. Genau. Wie schwer waren die? Wie groß sind die? Also die Opak-Rinder, das sind schon sehr, sehr bullige Tiere. Sehr mächtige, oder? Sehr mächtige Tiere. Und das ist eine alte Kreuzung aus unserem alpenländischen Braunvieh. Okay. Und der Sorte Rasse Maraschin-Rinder aus Frankreich. Aus Frankreich. Also genau. Wir haben das auch schon mal gehabt. Das ist dann unser Prima-Rind in den Landzungen. Mhm. Das ist aus Allgäuer Braunvieh und das ist gekreuzt mit Blond Aquitaine. Jawohl. Das ist auch die französische Fleischrasse. Mhm. Und ich glaube, die Franzosen, die Allgäuer, die verstanden sich so gut, dass das funktioniert. Oder? Also ja, offensichtlich klappt es. Ja. Und für dich ist es natürlich auch Nose to Tail, von Schwanz bis zur Schnauze. Genau. Also wir kaufen dort auch die Pakete praktisch gemischt, vom Gulasch über Edelstücke, okay, Rücken, Knochen und so weiter. Und damit du kaufst Pakete im Prinzip, wie ich daheim auch kaufe? Genau, du als Privatperson, kaufe mir die Pakete für eine gewisse größere Menge. Ja, genau. Und dann wird es verarbeitet, nach und nach, je nachdem, was für Anlässe sind. Ja, ja. Ja, und du hast ja mit deinem Special, was du immer machst, hast natürlich eine tolle Spielwiese, wo du dir dann vorher hast erzählt, ich habe gestern nur Gulasch gekocht, oder? Genau. Oder? Genau. Das reicht vielleicht heute oder morgen, ja, egal, dann mache ich wieder was Neues. Genau. Das finde ich halt super. Das finde ich halt echt sehr, sehr schön. Das ist, glaube ich, also erstmal für uns das Schöne, weil wir wirklich kreativ sein können. Ja, klar. Also wir haben einerseits natürlich die Standardkarte, damit sich jeder Gast immer wieder findet. Mhm. Aber auch für die, die regelmäßig zu uns kommen, also wenn ihr wirklich, muss ja sagen, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt eine Küche daheim haben, wir haben Gäste, die kommen fünfmal die Woche. Ja, aber ist schön. Ihr habt schon schöne Apartments außenrum, oder? Ja, ja, natürlich. Und für die, oder die für die Wiederkehrer, Wiederkommende, ist natürlich wichtig, dass sie auch Abwechslung haben. Super. Ja, klar. Weil nur Standard und wann hast du genug. Super tolle Idee. Super toll. Ja. So, Johannes, nach der Pause werden wir zwei scheren und freuen uns, wenn Sie, liebe Zuschauer, wieder dabei sind. So, Johannes, ein wunderbares Gericht, tolles Rindfleisch, tolles Gemüse. Herzlichen Dank, dass du mein Gast warst. Hat mich sehr gefreut. Sehr gerne. Toll, bestimmt mal wieder. Wir rocken mal in der Werft 1919. Unbedingt. Das machen wir. Kochen wir zusammen. Kochen wir zusammen, trinken wir wunderbaren Rotwein. Vielleicht auch aus der Linie von den jungen Wilden. Ist eine tolle, spannende Geschichte. Absolut. Und Sie, liebe Zuschauer, wenn Sie das wunderbare Gericht vom Johannes nachkochen möchten, vielleicht jetzt gerade zu Weihnachten, können Sie das selbstverständlich downloaden unter wertvollkochen.regio-tv.de. Da hat Johannes uns das Rezept zur Verfügung gestellt. Wir wünschen Ihnen jetzt wunderschöne Weihnachten, gesegnete Weihnachten. Bleiben Sie mal alle gesund. Johannes, auf das trinken wir. Voll viel Frage. Dir auch. Danke sehr. Und schalten Sie bitte nächsten Sonntag wieder ein zu Wertvoll Kochen, 18.30 Uhr und nur auf Regio TV. Liebe Zuschauer, wenn der Ralf und ich gemeinsam vor der Kamera stehen und gemeinsam die Sendung Wertvoll Kochen moderieren, hat das immer einen ganz besonderen Hintergrund. Genau, das ist die letzte für 2020. Seid gespannt, was wir zaubern. Nichts Alltägliches, ein bisschen was Besonderes. Freut euch, schaltet ein. Sonntagabend, 18.30 Uhr, Wertvoll Kochen, nur auf Regio TV. Wir freuen uns auf euch.